Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Hier sind wir wieder. So, jetzt, wo waren wir denn stehen geblieben? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Das sind wir heute an hier. So, ja, die Rakete ist gleich bereit zum Start. Okay. Perfekt, perfekt. Also ich lese immer Landung irgendwie. Autostart mit Landung. Mein Fehler. Okay, was haben wir denn hier eigentlich? Bauroboter. Achso, ja. Da haben wir noch unsere Roboter dabei, die wollen wir mal mitnehmen. Ja, das dauert noch eine ganze Weile hier, bis die hier fertig ist, die Rakete. Ah, noch ein Teil dann. Mal schauen. 98. Also jedes Prozent ist praktisch ein so ein Zyklus hier mit Teilen. Warte mal, folgendes. Ich probiere mal hier ein bisschen zu, ja, zu helfen. Sagen wir mal so. Ja gut, was hätte ich. Ah, ich hätte ja auch was machen können hier. Ja gut, da ist das mal leer, ja. Ich hätte es ja schon anschließen können. Aber ist jetzt egal, im Moment wird kein Stein gebraucht. So, warte mal, mir helfen mal ein bisschen mitkommen. Ja, bis der da das hier einzeln durchfädelt hier. Hau mal da mal hier was rein. Ich möchte jetzt mal sehen, ob ich dann da sehen kann, ob dann hier die Rakete so rausfährt hier. Das möchte ich wirklich sehen. Momentan sieht man noch überhaupt nichts hier. Hätte ja sein können, dass man diese stückelsweise hier sieht. Hat das Ding hier auch noch ein Radar oder was hier? Das okay. 99%. Jetzt fehlt noch so mal geringes Dichtenteil hier noch. Ja, gleich müsst ihr 100 haben. Jetzt. Aha. Cool. Das ist ja geil. Sogar mit Alarm und allem. Das ist ja genial, Leute. So, ich habe ja noch einen Satellit. So, Start. Miep, miep und Booms. Ja, fährt die Dings hier aus. Ja, wir haben ja schon mal so eine Stadt gesehen. We have a lift off, yes. Rakete Nummer 2. Ey, ich will mit. Ich wollte auch doch nur mitfahren hier. Oder mitfliegen. So, jetzt schließt sich der Hangar wieder hier. Oder das Silo. Ja, jetzt geht's weiter. Ja. Nächste Rakete. Autostart mit Ladung können wir ja schon mal machen. So, und da wird auch schon die Weltraumforschung ausgeladen. Was wir noch nicht haben, diese Weltraumforschung, die müssen wir eigentlich auch in die Forschungslabore reinbringen, ne? Ja, das haben wir natürlich nicht. Ja, jetzt gibt es hier eigentlich ein Problem. Wir haben hier volle Bänder. Hier oben kann ich nicht noch ein zweites Band wie hier machen. Da hätte ich das ganz anders bauen müssen hier. Also nicht mehr mit diesem Zirkulierungsding hier, weil, naja, das ist eigentlich eh schlecht, sage ich mal so. Am besten ist es so wie hier. Also bei den roten seht ihr eigentlich fast kaum Lücken hier. Bloß die grünen haben ein Problem. Also, beziehungsweise die Roboter haben hier ein Problem, das genau in so eine Lücke immer reinzustellen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen ist es bei den Grünen immer eher eine Lücke da wie bei den Roten. Ich glaube, ich trenne die ganze Sache auf. Ja, nee, das. Ah, doch, dann machen wir das anders. Dann bekommen die alle hier nochmal einen Langgreifarm. Den müssen wir erst produzieren. Warte mal, ich hab's gleich. Ich glaube, das reicht. So, der lange Greifarm. Das ist eigentlich wurscht, wo wir den hinmachen. Bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Da geht's ja nicht. Ja, wir haben ja hier noch die alte Stromversorgungspolitik hier noch. Warum ich habe ich das eigentlich so gelassen? Nostalgie, glaube ich, irgendwie. Müssten wir eigentlich auch mal umrüsten, die alten Poles hier mal aussortieren hier. Warte mal, wenn das so ist, dann machen wir das mal hier so.
kriegt man es vielleicht so einigermaßen. Nee, da ist auch wieder ein Mast im Weg. Ja. Und hier geht es sowieso nicht. Ja, hier haben wir ein Problem. Kann man das Problem irgendwie noch beheben? Nee. Schwierig. Schwierig. Ja gut, meine Sache hat ja aber generell ein Problem. Die Sache hier hat generell ein Problem. Wenn ich das jetzt so mache. Ich muss das Band ja dann... Ach, geh. Ich habe vielleicht eine andere Idee, aber ich bin gerade noch am Überlegen. Wir müssen das anders machen. Ne, dann mal lassen wir das so mit diesem Band hier so. Das war gut gedacht, aber die Umsetzung ist blöd. Das war gut gedacht, wie gesagt, aber die Umsetzung wäre kompliziert. Wir machen es anders. Oder warte mal. Ja, ja, ja. Das ist wirklich jetzt ja. Ich muss ja jetzt erstmal gucken. Vielleicht kann ich sogar hier die Stromversorgung anders machen. Aber ja. Mit Poles ist ja nicht viel zu machen. Moment mal. Wir haben doch noch Umspannwerke hier. Wenn wir da hergehen. Stellen hier einfach Umspannwerke hin. Ja, wenn ich mal nicht im Weg wäre, wäre das natürlich alles hervorragend. Warte mal, wie weit geht denn das andere? Ach, das sehe ich jetzt wieder mal nicht. Das ist bis hierhin. Aber wenn ich hier jetzt den Strom abkappe, hat der glaube ich keiner mehr, oder? Warte mal. So, das geht genau bis zur Grenze von der Fabrik hier. Das heißt, ne? Dann sollte das hier, das zweite Umspannwerk, hier stehen. So. Können wir jetzt hier das abreißen, ohne dass hier Probleme sind? Ja. Das hier muss das so sein, oder kann ich hier noch... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah ja, gut, da können wir abtrennen. Da passiert nichts, das geht ja hier oben drüber. So, mal hier ein paar Leitungen loswerden. So, jetzt. Das haben wir ja so gelöst. Okay, da auf der Seite ist es nicht so gut. Die ganzen Roboter haben jetzt Strom. Jawohl, jetzt kann ich die ganzen Mästen hier abrupfen. So, jetzt könnte ich Folgendes machen. Ich habe ja hier... automatischer Abfall, und zwar diese alten Poles hier, sage ich jetzt einfach mal, nee, ich möchte gar keine mehr im Inventar haben, bitte holt mir die Dinger ab hier. So, jetzt stehen 4 in der Liste. Ja, und warum kommt kein Roboter? Ich bin im Versorgungsnetzwerk, glaube ich. Ja. Ich bin wahrscheinlich nicht im Netzwerk gerade drin, deswegen holt auch keiner das ab. Ah, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie und holen's. So, das wollte ich irgendwann mal ändern, habe es aber dann immer gelassen, habe gesagt, naja, das ist Nostalgie. So, jetzt könnten wir eigentlich auch hergehen, könnten hier mal das gescheiter bauen, hier schöner bauen. So, da ist immer eigentlich der hier, aber ja. Eigentlich immer der gelbe in der Mitte, ne? So, und jetzt der rote. Der rote Arm, ja. Gut, hier geht es nicht anders, also ist es hier ausschlaggebend, immer auf der linken Seite.
den Arm hier, den machen wir weg, den machen wir hier hin. Ja, das sind alles noch so Sachen jetzt, einfach so kleine, ja, wie nennt man das so? Naja, visuelle Verbesserung hier, sage ich mal so. Ein bisschen fürs Auge bauen und jetzt das nächste. Da geht's auf jeden Fall nicht. Ja, jetzt kommt doch wieder hier rote Greifarme ins Spiel. So. Ah, Moment, bevor wir hier weitermachen, wird hier erstmal, ja, da müssen wir hier auch nochmal eine klare Linie fahren hier. So. Wie gesagt, aber bei dem hier wird es total schwierig, aber das können wir auch lösen, das Problem. Rote Ärmchen wieder. Ihr werdet schon sehen, was ich davor habe. Also hier können wir das, könnten wir es so machen, aber ja, da können wir halt den Roboterarm nicht verlegen. Und zwar jetzt immer hier. Hier, wo ein Arm ist. Ah, ich sehe schon wieder ein Problem. Ja, hier müssen wir auch improvisieren. Ja, hier komme ich halt nicht. Ich krieg das hier halt nicht weg, hier, diese Sache hier. Dann machen wir das einfach anders. Das ist die Ausnahme, der kommt hier hin. So, jetzt machen wir hier und hier. So, hört mal auf hier rumzukreiseln. Jetzt machen wir Folgendes. Ja. Ja, schön, dass ich wieder mal sehr viele Teile da habe. Ja, das muss schon. Wir können aber das doch so weit ziehen, wie es geht. Ja, natürlich. Ah, ja, nee. so. Jawohl, das war nicht Sinn der Sache, dass ich hier das Ding komplett abreiß. Ah, willkommen, rote Fläschle hier. Ja, gut, ich könnte jetzt auch rausschmeißen lassen, abholen lassen. Ich schmeiß jetzt eben mal wieder hier einfach rein in irgendeinen von den Faschingslaboren hier. Ja, jetzt haben wir das nächste Problem. Ich habe hier keine von den Dingern hier. So, dann bauen wir wieder Hütchen. Wir werden ja beliefert jetzt hier. Das ist ja der schöne Service hier. Hui, da kommt eine ganze Flotte hier gerade vorbeigeflogen. So, aber nicht zu weit fliegen. Und zwar, wir möchten hier diese blauen Dinger haben. Was baut er denn gerade? Ach so, der muss jetzt erstmal gelbe Bänder bauen. Aber nicht, dass er mir die jetzt gleich abholt, ne? Das wäre ja Blödsinn. Ich habe die ja in den Mülleimer geschmissen bei mir. So, das dauert jetzt halt eine Weile, bis der. Ja, wer hätte jetzt auch gedacht, dass ich gerade zufällig keine von diesen Dingern mehr habe hier. So. Ja, hier könnte man auch was verbessern. Also es gibt genug Potenzial in der Fabrik, hier was zu verbessern. Ich könnte dem jetzt auch noch eine Zahnradbox hinstellen und einen Roboter, der immer dann Zahnräder in ihn rein steckt hier. Wenn zum Beispiel, das ist ja auch das hier. Wir brauchen ja hier keine Fließbänder mehr. Also diese roten hier, die sind hier total unnütze, ja. Wir können das total anders machen. Aber das ist ein anderes Blatt hier. Es ist hier heute eigentlich keine Folge. Ich wollte eigentlich was ganz anders machen. Es ist heute eigentlich keine Folge, um jetzt hier irgendwelche Verbesserungen in der Fabrik zu machen. Das wäre ja alles nur rauszögern. Ich meine, ich möchte ja eigentlich nicht so das Spiel jetzt beenden. Ich muss es irgendwann beenden. Also das, da führt kein Weg dran vorbei. So, hier ist ein Problem. Das müssen wir umverlegen hier. Ja, das wird problematisch generell hier.
Moment mal, Planänderung. Das gibt ein Problem sonst. Wir lassen das. So, das ist ja jetzt wurscht hier, das können wir so machen. So. Jawohl, die Forschung ist auch mal wieder fertig hier. Ja, da brauche ich jetzt die. Das daran kommen wir jetzt noch mit. Die Atombombe. 5000 Flaschen. Das ist aber sehr deftig. 5000 Flaschen. Atombombe. Aber die habe ich noch nie eingesetzt. Also die gab es, meine ich, gar nicht bei der 13er Version. Ja gut, was machen wir jetzt? Wir brauchen alles die, ja. Gut, wir haben die Flaschen. Gut, wir können eigentlich immer bloß eins forschen, weil wir immer 1000 brauchen jetzt momentan hier. Gut, da 2000, okay. Tja, was mache ich denn jetzt? Mache ich das mal bei der Atombombe? Ach, das wäre Quatsch. Raketenschaden. Puh. Lasergeschütz, wir wollen sowieso eine Laserverteidigung bauen. So. Gut, da kann man noch ein bisschen kürzen hier. Das kommt weg hier. So. Ja, jetzt ist es eigentlich wieder okay. Was ist hier jetzt eigentlich gerade los? Irgendwas ist hier doch faul. Die grünen Flaschen sausen durch, die roten Flaschen stehen. Hä? Ist da was kaputt an der Sache hier? Oder wie sehe ich das hier? Warum stehen die roten Fläschle hier so rum? Da stimmt doch was nicht. Ha, irgendwas war da gehakt, okay. Nee, jetzt stehen sie wieder. Warum fahren die grünen Flaschen weiter? Moment, jetzt sind da ein paar rote Flaschen bei den grünen dabei. Was soll denn das? Was ist denn hier jetzt kaputt? Moment, ich sammle hier mal das komplette Band leer. So. Jetzt machen wir es auch folgendermaßen. Wir lassen das hier vom Roboter wieder auslegen. Du darfst die roten Flaschen hier auslegen. Du darfst auch noch ein paar rote auslegen. Ja, irgendwas war jetzt hier komisch. Die sind ja nicht mehr rumgeeiert auf dem Band. Irgendwas war hier jetzt strange. So, hier geht's weiter. Nee, ganz so lang machen wir es hier nicht. Müssen das ja nochmal konzipieren. Ups. Mein Fehler, Moment. Wir müssen hier. Ja. Oh Mann. Gar nicht so einfach, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Das geht ja so gar nicht. Moment. Könnte der vielleicht hier auslegen und da der weg hier? Ah, da müssen wir mehrere Tunnels machen. Also hier muss auf jeden Fall getunnelt werden. Das kann bis hier hingehen, jawohl. Bis hier hin, weil da kann er ja neilegen, oder? Das müsste problemlos gehen. Das hier ist auch jetzt blöd, dass der rote Arm hier auf der Position ist. Also tut der gelbe Arm auch mal seine Position wechseln hier. Das hier fällt flach. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Beziehungsweise, ja gut, da kommt jetzt wieder so ein Hütchen hin. Hier hin. Das geht wieder bis dahin. Das kommt weg. Ja, jetzt ist hier irgendwo ein Fehler drin in der ganzen Sache. Einmal drehen. Ja, nee. Geht doch nicht so. Warte mal, da muss das Hütchen hier hin. Nee, das Hütchen muss schon hier hin. Dann hier wieder frei.
Der geht dann hier weg wieder. Der Arm geht jetzt hier hin. So. Ja, da passt. Also da muss halt immer frei bleiben. So, und dann hier wieder. Ja, das ist jetzt auch wieder blöd. So. Ja, jetzt stehen sie da. Jetzt stimmt sie da. Glaube ich zumindest. Doppelt braucht man nicht. So, überlegen. Jetzt muss hier wieder ein Hütchen hin. Ja, die geben sich hier gerade die Hand. Das ist natürlich. Nee, das ist dann schlecht. Ah, da müssen wir hier. Ja. Da müssen wir es anders machen. Hier so. So. Ist nicht gerade einfach. Dann geht er hier weg. Dann machen wir den wieder hier hin. Entweder da oder da, ist eigentlich egal. Der muss das hier reinlegen können. Genau. Das kommt weg. So müsste es eigentlich funktionieren. So. Pack die Fläschle wieder hier mit rein. Die könnt ihr euch wieder verteilen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob auch alles richtig rum ist. Ich meine, die fahren jetzt hier kein Karussell. Das ist eigentlich schon wieder komisch. So, jetzt gucke ich mal, ob. Ah, der kann nicht auslegen. Oder? Doch. Kann er. Das hat nur so ausgesehen, als könnte er nicht. So, du bekommst deine Fläschle wieder. Halt. Du bekommst auch ein paar Flaschen hier wieder zum Auslegen. Ich könnte die auch direkt reinpacken. So, jetzt aber. Jetzt kommt das, was ich eigentlich machen wollte. Ja, ich habe jetzt echt ein bisschen überlegen müssen. Ne? Anbieter, nein. Wir brauchen eine Request-Kiste, also Anforderung. Ups, bin ich gerade verrutscht. Nicht nur eine, warte, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 10. Fünf und dann nochmal 5. So. Ja, ihr werdet gleich sehen, warum. So, jetzt kriegen die Arme hier nämlich eine Kiste vorgesetzt hier. Deswegen mussten wir das jetzt hier auch so unterbrechen hier, dass mit einem Platz ist. Und da lag noch ein Wissenschaftspaket. Oh, 11. Wir brauchen 11 Kisten. Das eine habe ich nicht gezählt. So, wir könnten das natürlich auch hier hinstellen, aber in dem Fall würde ich es anbieten, dass wir das so machen. Da brauchen wir dann keinen Langarm. Keinen Langalarm, kein Langarmpulli. So. Lalalalala. Logikanfrage. Und zwar, du fragst an diese weißen Flaschen hier. Aber bitte keine 2000 Flaschen. Aber das funktioniert so nicht. Der pumpt die Kiste jetzt voll, wie es geht. Mist. 200, verbleibend 100%, was heißt denn das? Ja, aber die pumpen jetzt hier den Slot hier voll. Hallo? Na toll. Ich kann das aber jetzt noch nicht begrenzen hier. Ihr sollt nicht. Ihr. Wie mache ich das hier? Ich will eigentlich nur hier 50 haben. Und mehr nicht. Warum haben die das jetzt gemacht? Kann ich das eigentlich kopieren? Geht es?
Nö, ich glaube nicht. Hä? Oh doch, geht. Geht auch mit Shift. Shift und Linksklick. Filter 50 wird geliefert, 52. Ach so. Ja gut, das ist nicht hundertprozentig genau hier jetzt. War das jetzt hier dann erstmal ein Ausrutscher oder wie sehe ich das? So, ich nehme jetzt mal da Flaschen raus. Wird geliefert 4, okay, dann sind eigentlich immer 52 drin. Fordert aus dem Logistiknetz 50 Stück an, okay, ja. So wollte ich das haben, dass jede Forschungsfabrik hier seine Flaschen bekommt, aber hier haben wir keinen Roboterhanger mehr. Das haben wir gleich, da müssen wir mal kurz warten, da müssen wir noch einen neuen aufstellen. Weiß gar nicht, wo der nächste ist. Ja, gut, da. So. Hat man am besten, dass er mit möglichst vielen verbunden ist hier. Also müsste der hier hin. Ja, da geht's nicht. Müsste da, wo die Pumpe ist, hin. Ja, da wird er gehen. Was ist denn hier eigentlich los? Warum pumpt die Pumpe nicht hier? Faszinierend. Die pumpen, aber die andere hier, die will nicht pumpen. Ja, manchmal pumpt sie mal ein Stück. Dann machen wir Folgendes hier. Wir reißen das hier kurz auf. So. Da kommt auch wieder sowas hier hin. Und jetzt bauen wir hier einen Roboterhanger rein. Also, der ist jetzt da mit allen möglichen verbunden. Das ist dann hervorragend. So, plopp. So, jetzt müsste auch. Ja, jetzt bekommt er hier dann auch seine Flaschen hier. Jawohl. Alle sind glücklich. So, und jetzt gebe ich die weißen Flaschen hier einfach wieder zurück. Ich brauche die ja nicht. So, die packe ich einfach wieder hier in die Anbieterkiste rein. 1,3 haben wir jetzt hier übrig. So. Da haben wir auch das statt mit Landung. Also das bedeutet eigentlich, wenn der Satellit hier, der geht dann her und wird dann da geliefert. Okay, wird schon hinhauen. Schauen wir mal. So, und wie schaut es hier aus? Da ist es auch leer endgültig. Ja, das Ärgernis mit der Stromleitung hier habe ich ja schon gesagt, ne? Das stört mich so ein bisschen. Ich möchte die Stromleitung ein bisschen verlegen. Ja, wobei, aber ich kann hier. Ich habe hier eine Stromleitung. Und die Stromleitung ist aber dann hier. Und ja, die ist deplatziert. Dann könnte man noch rüberkommen. Von hier. Das ist auch nicht, ja. Passend tut's nicht. Hier vielleicht. Das müsste sowieso bleiben wegen den Robotern hier. Dann machen wir das mal so. Komm. Hier hin. Dahin. Und da passt es mir dann nicht. Warte mal, dann machen wir das anders. Dass es ein bisschen schön aussieht, ja. So. Dann kann ich nämlich die hier abkürzen hier. Die brauchen wir nicht mehr. So. Hier weg.
Der hat ja noch Strom. Den Strom hier brauchen wir auch nicht mehr. So. Sie ist ja schon mal aufgeräumt. Und ja gut. Die Brückung hier können wir nicht aufheben. Weil wir jetzt hier mit Stein durchkommen, ne? Aber wir hätten das natürlich grad bauen können. Ne? Ist alles nicht so toll. Jetzt sind auf einmal ein Haufen von diesen Elektronikdingern da. Ah ja, jetzt fehlen gerade die Dings da, diese Leichtstoffteile da. Aber da, ja gut, das war, weil ich da die... Ah, Moment mal, warte mal. Hä? Na, wir helfen mal ein bisschen nach. Wir haben ja vorhin mit den Elektri-Steuereinheiten da gemacht. Da kann man da auch nachhelfen. So. Okay, also da ist jetzt noch einmal Stein vorhanden. Ja, aber immer noch 3,3K. Das ist schon ganz schön viel noch. Ja, aber dennoch brauchen wir noch nicht den Stein hier anschließen. Naja, wir würden es merken, wenn hier nichts mehr da ist. Ja, ich müsste mir jetzt irgendwie so einen Tiefflussüberwacher machen, wenn, sag ich mal, wenn hier zum Beispiel auf dem Band hier nichts mehr vorhanden ist, wenn hier kein Stein mehr liegt, dann bitte ein Alarm, dass wir wissen, ah ja, wir müssen hier hin. Das geht, glaube ich, auch irgendwie, aber ja, jetzt sei mal dahingestellt. Gut, Leute, es ist schon eine halbe Stunde um. So lange wollte ich jetzt gar nicht, ich habe mich jetzt so verzettelt mit diesem Dings da unten. Naja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen. Weiter geht's beim nächsten Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Legolas. Tschüss.